Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Degusta-Box. Ich freue mich schon drauf. Die kostet ungefähr 16 Euro. Es ist so eine Food-Abo-Box. Die habe ich jetzt hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt und wie es teilweise schmeckt, denn ab und an kann ich auch mal was davon probieren. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da dieses Video in Kooperation mit degustabox.de entsteht, wo man die Box tatsächlich auch abonnieren kann, darf ich in diesem Video auch eine Box an einen von euch verlosen. Und sie wird mir kostenlos zur Verfügung gestellt, um sie mit euch zu testen. Ich komme von der Arbeit, ich habe Hunger, es ist 6:30, es ist Abendbrotzeit. Ja, ne? Da sind, ich glaube, 10 bis 15 Leckereien drin und wir gucken doch einfach mal rein. Ich habe eine Schere, um die aufzumachen. Ich habe einen Löffel und eine Gabel. Und ich habe Hunger. Es wird auch ein Degustabox Adventskalender-Unboxing von mir auf diesem Kanal geben. Und man kann den Degustabox Adventskalender aktuell, ich glaube, für 33,99 oder so dort bestellen. Schau auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Ich weiß noch nicht, was drin ist, weil ich ihn noch nicht aufgemacht habe. Ja. Tudum, 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 tudum. Ne? So haben wir den ersten Blick in die Box. Und ich stelle mir die Box hier hin. Guck erstmal, was da gerade rausgefallen ist. No Risco, no Fun. Risco, oh lecker. Milchschokolade mit karamellisiertem Puffreis. Boah, wenn der drin ist, ne, dann feiere ich das. Richtig geil. Ja, wir gucken mal. Die Box ist wieder prall gefüllt mit Yams. Voll meins. So. Hier hinten, also hier drin, hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Du kannst auch irgendwie was gewinnen. Was kann man da gewinnen? Werde Hashtag Degustalonka Blogger, bekomme garantiert 10 Punkte und gewinne tolle Preise. Okay. Ja. Was musst du machen? Poste ein Bild mit dem Soft Fudge Chocolate Brownies aus der aktuellen Degusta-Box und staube 10 Bonuspunkte ab. Achso, wenn du die Degusta-Box abonnierst und die weiterempfiehlst, kannst du so mit einem Punktesystem Punkte sammeln und entsprechend, und auch wenn du die Produkte bewertest und so weiter, und kannst dann Gratis-Boxen bekommen. Das ist immer ganz praktisch. Ja, und das kannst du hier mit einem Produkt von Lonka. Ach geil, dann sind hier auch so Fudges drin. Boah, habe ich da Bock drauf. Ja. Hier stehen die ganzen Produkte mit den Preisen drauf, die ich dir selbstverständlich auch alle einblende. Ja, wow. Ich gucke hier gerade von oben drauf und sehe, dass die Box mich satt machen kann. Ja, das ist cool. Also erstmal haben wir hier, passend zum Herbst, von Kappa, My Time Bio Chai Gewürztee mit Zimt, Ingwer und Nelke. Wow. Also das ist immer, also ne, ich finde, das sind immer sehr interessante Geschmackskonstellationen, die Kappa da immer so anbietet. Aber die Verpackungen sehen wunderschön aus. Ne? Das gefällt mir schon mal richtig gut. Natural, fair and delicious. Mhm. Ja. Ne? Muss ich gucken. Wir haben aktuell so viele Tees offen. So. Dann habe ich hier etwas. Sowas feiere ich immer, wenn das drin ist. Weil das würde ich mir im Laden nie kaufen. Aber wenn es drin ist, dann freue ich mich. Oh, das ist geil. Von Pagen Vanillas. Das kommt wohl aus Schweden. Und das sind so gefüllte Yams mit Vanillecreme. Oh. Gut ist, dass die nicht einzeln verpackt sind. Das möchte ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Oh. Oh. Ja, bitte. Oh. Puh. So ein richtiges Softbröt ist das. Oh, ich stehe auf sowas, ne? Oh. Boah. Abendessen ist safe, Leute. Quietsche süß, aber so lecker. Wo? Mhm. Also. Ich glaube, die muss ich mir beim nächsten Rewe-Einkauf, wenn es die bei Rewe gibt, mal holen, weil die sind ja super lecker. Boah. Das nächste, was hier drin ist, ist das eine internationale Box irgendwie? Weiß ich nicht. Also die hat ja kein Motto, ne? Da steht nur Degustabox Oktoberbox drauf. Aber hier haben wir jetzt schon ein Produkt aus Wien. Von Manna. Zartis. Strawberry Joghurt. Erdbeerjoghurt. Knusprige Waffeln mit Erdbeerjoghurtcreme. Ne? Oh.
Und Kappa ist, glaube ich, dann etwas Englisches, ne? Also wir haben England, wir haben Schweden, wir haben Wien, Österreich. Kennt ihr das, wenn man diese Packung aufmachen möchte und sie nicht aufreißen will, sondern hier wirklich diese Folie auseinanderkriegen will und sie auch nicht aufschneiden will? Jetzt geht's. Ja, ich habe Hunger, ne? Da kommt jetzt auch gerade echt ein geiler Duft raus und ja. Oh. Locker. Den mag ich wohl. Schön erdbeerig. Mhm. Als wäre da so Erdbeereis drin. Mhm. Kennt ihr diese Fürst-Pückler-Eisdinger, wo du quasi diese Waffeln hast und dazwischen ist dann Erdbeer, Vanille und Schoko, ne? So schmeckt das. Wie das Erdbeer da drin. Und dann halt die Waffeln drum zu. Hier sind die Fudges von Lonka. Soft Fudge Chocolate Brownie. Geil. Das ist auch irgendwie aus einem... Wo kommst du? Aus Holland kommt das. Okay. Ja, Cloetta. Mhm. Ja. Fudge mit Schokoladen-Brownie-Geschmack. Das muss man jetzt aufreißen. Open hier. Zack. Boah. Also, die sehen Hammer aus, oder? Die sehen lecker aus. Okay. Oh, lecker. Boah. Mhm. Ich habe eben erst gedacht, im ersten Moment, oh, Karamell wäre irgendwie geiler gewesen. Aber das ist lecker mit Schoko. Nom. Echt. Boah. Um einfach mal so ein bisschen das Ganze neutralisieren zu können, haben wir hier Flipse. Original Wurzener Flips. Mais-Erdnuss-Snack. Mit Sonnenblumenöl. Ganz klassisch, ne? Aber so geil. Ich mag sehr gerne so süß und salzig und Kombination immer essen. Oh. Jo, ne? Wer kennt keine Flips? Ich glaube, jeder von uns kennt Flips. Schmecken mir auch wie Flips. Ja. Schmecken gut. Ich ziehe hier ein Getränk raus. Cucumis. The Sophisticated Cucumber. Ja, es scheint Gurkensaft zu sein, Leute. Damit soll ich jetzt quasi nachspülen. Okay. Wäre ich nicht der Held, wenn ich das jetzt hier mit dem Feuerzeug aufkriegen würde? Wofür ist eigentlich dieses Ding? Keine Ahnung. Habt ihr das gesehen? Ich bin schon ein Held, oder? Prost! Ja, ich freue mich darüber, dass ich mit einem Feuerzeug tatsächlich eine Bierflasche oder halt eine Flasche aufgekriegt habe. Riecht frisch nach Gurke halt, ne? Schmeckt wie Gurkensalat mit Kohlensäure. Aber gut. Das schmeckt echt gut. Guckt euch das mal an. Ne? Witzig. Hätte ich mir auch nie gekauft. Gurkensaft oder Gurkenwasser? Wie nennt man das? Gurke in der Bottle? Lecker. Ja, hier habe ich etwas, das muss ich nicht probieren. Das kenne ich, das mag ich auch wohl. M-Eukal-Gummidrops, Wildkirsche, Salbei. Ne? Das sind einfach solche Drops-Dinger. Die sind jetzt auch ganz gut, wenn man halt quasi in der Erkältungszeit ist und so. Mhm. Ja. Lecker. Aronia-Beeren. In Zartbitterschokolade. Oh, sowas mag ich nicht. Ich mag überhaupt nicht Schoko mit Frucht. Das ist gar nicht meins, ne? Das ist schade. Ich probiere es trotzdem. Die sehen halt so aus wie diese Rosinen in Schokomantel quasi, ne? Wir probieren es mal.
Okay. Nee. Und wegen diesem Zartbitter finde ich es ganz furchtbar. Boah. Die Aronia-Beere geht in Kombination mit Schokolade, aber dieses Zartbitter mag ich gar nicht. Und das war das, was ich eben schon gesehen habe. Risco, Milchschokolade mit karamellisiertem Puffreis. Das ist geil. Ach, wie heißt das? Nippon. Ich glaube, so wird das schmecken, wie Nippon. Komm her. Und Leute, ich weiß, wer das gleich aufessen wird, ne? Mein Freund, der steht auf Nippon. Und das sieht aus wie Nippon, tatsächlich, ne? Aber karamellisiert ist natürlich nochmal eine Stufe härter, ne? Oh, hart. Au. Boah. Das ist voll gut. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt muss es gleich aufgegessen werden. So, ich habe den Karton mal runtergestellt. Denn zwei Sachen habe ich noch. Das ist hier einmal Veltins Pilsner 0,0 alkoholfrei. Ich habe ja die alkoholfreie Variante der Box. Deswegen finde ich es cool, dass die hier auch ein alkoholfreies Bier mit reingepackt haben. Brauche ich aber jetzt nicht trinken, ne? Und das letzte, was wir hier drin haben, werde ich jetzt auch nicht trinken, denn wir haben es jetzt mittlerweile 18.36 Uhr. Von Coca-Cola Energy, weil Energy Drink brauche ich jetzt nicht, wenn ich morgen arbeiten gehe. The only Energy Drink with a great Coca-Cola taste. Oh geil. Hätte ich eigentlich schon Bock drauf, ne? High Koffein, Guarana und B-Vitamine. Ich glaube, den nehme ich morgen mit auf die Arbeit. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und dann hast du so einen Cola-Geschmack. Das ist lecker, ne? Ich mag jetzt zum Beispiel auch sehr gerne die Red Bull Cola. Das ist ja genau das Umgekehrte quasi. Das Red Bull eine Cola rausgebracht hat und jetzt hat Coca-Cola einen Energy Drink rausgebracht. Interessant. Muss getestet werden, aber nicht jetzt. Ne? No. Das war lecker. Das hat mir gut gefallen. Doch, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Dass du eine Box in diesem Video gewinnen kannst, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, ich fand es sehr lecker. Ja, die Produkte werden dann gleich ein bisschen noch weiterhin vernichtet werden von mir und meinem Freund. Von meinem Freund und mir. Der Esel kommt zuletzt. Und ja, doch. War lecker. Vom Preis her bist du ja immer über diesen 16 Euro, keine Ahnung, 20, 22, 25 Euro haben wir jetzt dieses Mal. Ist mir aber auch Wurst, weil lecker. Ne? Also da, mit den Produkten kann ich was anfangen und mein Magen sagt auch gerade schon, Claudi, so langsam solltest du aufhören, das Video zu drehen und anfangen zu essen. Mache ich gleich auch. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!